Und damit herzlich willkommen zum Tournament of Power Finale. Wir haben ja wie versprochen unser Double Elimination Final Bracket. Wir haben auch ein paar Regeländerungen zu den Rennen, aber dazu kommen wir später noch. Taumos ist heute leider nicht dabei, der hat es zeitlich nicht geschafft, deswegen müsst ihr heute mit mir auskommen. Zur Erklärung, wir haben oben links haben wir das Feld mit dem Fragezeichen, da wird unser Punkteführer seinen Platz nehmen. Hier haben wir den roten Pfeil, der Punkteführer zieht sofort in die zweite Runde ein, hat quasi Immunität in der ersten Finalrunde. Die anderen beiden werden nach Punkten zusammengepaart und wir sehen hier schon Double Elimination. Die Verlierer treten nochmal gegeneinander an und der Gewinner in der Verliererrunde hat die Chance nochmal ins Turnier mit reinzukommen. Das heißt, jedes Team muss zweimal verlieren, um endgültig auszuscheiden. Und jeder, der oberhalb der markierten, ein bisschen heller abgesetzten Linien ist, ist noch fein, ist noch alles offen oberhalb. Kann natürlich auch heißen, im Worst Case haben wir eine Finalrunde, wo einer der Finalisten zweimal verlieren muss. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht passiert. Wir gucken uns mal den Punktestand an. Wir haben Japan führend. Japan kriegt die Immunität in der ersten Runde. Italien und Amerika Gleichstand. Großbritannien führt, Deutschland ist hinten an. Wir gucken mal, wie die Teams zusammengewürfelt werden. Und wir haben Großbritannien gegen USA und Deutschland gegen Italien. Interessante Paarung. Deutschland und Italien haben beide kleinere Rosters an verfügbaren Fahrzeugen, nennen wir es mal so. Beide sehr straßenlastig. Großbritannien und USA haben beide Zugriff zu großen Motoren und sehr leichten Autos. Also man kann hier in beide Richtungen gehen. Ist eine interessante Paarung. Gucken wir mal. Erstes Rennen. Großbritannien gegen USA. Runde 1. Hier sehen wir gleich die nächste Änderung. Wir haben keine Pick-Phase mehr. Die Teams picken für sich, ohne Einfluss gegenseitig auf sich zu haben. Wir haben 5 Streckenabschnitte mit jeweils Leistungsindikatoren. Wir sehen das, der erste Abschnitt hat B700, der zweite A800. Und wir haben ein Thema, um was es geht, um wie viel Prozent der Gesamtstrecke der Teilabschnitt einnimmt. Wir sehen hier so einen grünen Reifen. Die Rennen sind als Staffellauf gestaltet. Immer an einem grünen Reifen werden die Autos gewechselt. Und das zweite Auto, zum Beispiel Country Roads, darf erst starten, wenn das erste Auto den City Streets Abschnitt absolviert hat. Die Rennen werden in Splitscreen gefahren, side by side. Und ja, ist ein interessantes Konzept. Da muss man ein bisschen die Erfahrung spielen lassen. Ist immer ein Gamble, was nimmt man da? Geht man für ein Rallye-Auto, nimmt man was, das mehr Power hat und Allrad? Hier in der Schneesektion zum Beispiel. Geht man für was Kleines, Wendiges, für was Großes mit viel Hubraum, weil es den Berg hoch geht. Wir haben natürlich viel Haarnadelkurven, aber auch hohe Steigungen. Muss man mal gucken, wie sich die Teams da entscheiden. Ich gehe davon aus, wir werden teilweise sehr unterschiedliche Philosophien haben. Es gibt keinen richtigen Weg, man kann auch alles nachträglich noch ausgleichen. Die Rennen sind recht lange. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und dann haben wir ein perfektes Fallbeispiel. Zwei Autos, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben einen leichten Mini Cooper mit Frontantrieb und einen schweren Heckantriebler. Plymouth Hemi Cooter Sixpack. Ein Mini könnte hier einen Vorteil haben in der Stadt. Weiß nicht, wie es außerhalb aussieht. Sieht aber schneller aus. Aber merkt ihr, der Hemi Cooter kämpft ein bisschen mit dem Grip auf der Hinterachse. Auf dem Kopfsteinpflaster, kein Wunder. Ja, dann kommt das Heck raus, 2 Zehntel verloren. Ist auch flitzig in der Wichsergelände, Mini. Also selbst auf der Geraden. Das Ersatzrad auf dem Dach hat sicher auch von der Aerodynamik her einen Vorteil. Kleiner Scherz natürlich nicht.
So. Großbritannien wartet auf den Checkpoint. 1,2 Sekunden vorne. Bentley Speed 8 gegen Dodge Charger. Charger hat hier den Leistungsvorteil. Sind beide recht schwer. Beide recht ähnlich vom Leistungsgewicht. Ui. Haben sie beide zu kämpfen. In der Schikane. Schwierige Sektion, weil man muss einerseits durch die Schikane, Ideallinie fahren, aber auch sich recht weit außen positionieren, um einen guten Ansatz für die Haarwadelkurve zu haben. Und es ist schwer, das Auto wieder zu beruhigen. Ja, Bentley ein bisschen schwierig mit der Bremszone. Hat hier ein bisschen was verloren. Ich würde aber sagen, im Großen und Ganzen ist der Abstand immer noch ziemlich ähnlich. Ja, Bentley hier wieder ein bisschen Gras raus. Dort zieht sehr. Ja, 8 Zehntel. Fast eine halbe Sekunde gut gemacht. Dort sieht da sehr more manageable aus. Ruhiger, more predictable. Bentley ist sehr oft am Korrigieren. Ui, nur noch 3 Zehntel, haben sie ordentlich aufgeholt und da ist der grüne Reifen. Beginn den Wechsel. Was ist das, ein Jaguar F-Type? Ich glaube, es ist ein Jaguar. Jaguar F-Type. Ein Cadillac. Auch sehr interessant, wir haben hier Anpressdruck für Handling und Heckantrieb, nehme ich an. Mit dem Leistungsvorteil, weil natürlich der Anpressdruck auch ein bisschen Power nimmt. Sehen wir auch, Jaguar geht quer in die Kurve. Die Frage ist, lohnt sich das? Weil wir haben ja sehr lange geraten, wir haben aber auch immer regelmäßig Haarnadelkurven. Ich glaube, der Gamble hat sich gelohnt von USA. Anxious Cookie bisher immer schwierige Autos gezogen. Haben wir jetzt die deutlich bessere Autowahl, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Genau das Gegenteil. Mustang RTR gegen GT3 Rennauto. Jetzt haben sie die Philosophien getauscht. Kann sich hier aber sogar lohnen, weil hier sind die geraten noch länger als im unteren Sektor. Sehr schöne Kurvendisziplin von beiden Teams. Zwei Sekunden Führung weiter ausgebaut für Amerika. Man sieht, Zug kitzelt ja alles aus dem Aston Martin raus. Fährt das Ding am absoluten Limit. Aber am Limit passieren auch Fehler. Ja, da ist der nächste. Muss hier nochmal nachbremsen. Und die Leitplanke zu umfahren. Und Amerika geht an den Start. Mit dem nächsten Auto. Ford GT. Mark 6. Ist das ein Ariel Atom? Ich glaube. Interessante Wahl. Ein Open Wheeler. Witterungsverhältnisse werden schlechter. Schwer zu sagen, aber ich habe das Gefühl, Großbritannien holt auf. Frage ist, wie schlägt er sich bei den Witterungsverhältnissen?
beide ein bisschen weit in der Kurve. Ich würde gerade sagen, ein bisschen weit rausgekommen, der Ford GT, aber 1,7, fast eine Sekunde aufgeholt. Das Rennen ist aber nicht mehr lang. Unsauber von Großbritannien. Da musst du die Nerven bewahren, so in der Situation. Natürlich hat man den Leistungsdruck aufzuholen, aber hier geht's Offroad. Beide Autos nicht wirklich geeignet für die Strecke. Und beide Teams haben sich gegen Rallye-Autos entschieden. Rein von der Bodenfreiheit sollte der Atom aber einen Vorteil haben, dem Ford GT gegenüber. Muss sie aber auch nochmal nachkorrigieren. Ist natürlich schwierig, mit so einem kurzen Radstand bricht so ein Auto viel impulsiver aus. Ist natürlich dann auch leichter abzufangen, wenn man früh genug reagiert. Ja, und da kommt er nicht mehr zurecht im Schnee. Er fliegt da ab, ist entschieden, das Ding holt Amerika. Ist aber nochmal knapp geworden. Beide Autos sehr riskant für die strengen Begebenheiten. Aber ich glaube, der Ariel Atom war da ein bisschen sehr hoch gestapelt. Nächstes Match, Deutschland gegen Italien. Selbe Strecke. Wir sind gespannt. Amerika zieht weiter, Großbritannien jetzt im Loser Bracket. Wer auch immer das Match hier verliert, wird gegen Großbritannien nochmal antreten. Es kann sehr interessant werden. Hillclimb-Sektion wird sehr interessant zwischen den beiden Teams. Wir werden von Italien wahrscheinlich in was Lamborghini-Ferrari-mäßig gesehen. Würde ich, glaube ich, für Deutschland was Richtung R8 GT3 picken. In was mit viel Ampressdruck und viel Power. Power haben beide Teams zu Genüge. Ich denke, das Rennen wird in den ersten 2 bis 3 Sektoren entschieden. Oben raus werden die ziemlich gleich auf sein. Rallye-Autos, schwierig. Weiß nicht, ob ich für ein Rallye-Auto gehen würde, weil mindestens die Hälfte davon ist noch gut befahrbarer Asphalt. Gefahrer, ja. Gut befahrbarer Asphalt. So rum passt. Wahrscheinlich was mit Allradantrieb und genügend Bodenfreiheit. Aber ist echt schwer zu sagen. Vor allem die Teams sehen die Strecken genauso lang wie wir. Also sind recht spontane Entscheidungen. Da ist wenig mit Vorausplan. Oh, sehr interessant. Meinen alten Opel. Und ein Lamborghini. Ich weiß gar nicht, was genau das ist. Aber bewundernswert, dass überhaupt was verfügbar ist in der Leistungsklasse. Ich habe fast mit einem Ersatzwagen gerechnet. Deutschland hier deutlich schneller unterwegs. Italien natürlich mit einer suboptimalen Fahrzeugwahl. Müssen die das Beste rausholen. Sieht aus, als hätte das Ding auch nicht viel Grip. Deutschland schon ans Rennen mit einem Corsa. In Italien mit einem Lamborghini Diablo. Sehr unterschiedliche Autos. Corsa ist sehr wendig, sehr leicht. Lamborghini hat natürlich viel mehr Power, aber dafür Heckantrieb. Ui. Alter Eugen. Meisterhafte Kurventechnik. Wirft er das Ding um die Kurve rum. Nun ist er da ein bisschen mehr zu kämpfen. ...6,4 Sekunden schon hinten.
Tanja braucht fast ein kleines Wunder im nächsten Split, um das nochmal aufzuholen. Man sieht ja, der Lamborghini kämpft an allen Ecken mit dem Grip. Da fehlt der Anpressdruck. Beim Corsa natürlich auch, aber man sieht, das ist kein gewöhnlicher Corsa. Wurde vielleicht das ein oder andere dran geschraubt. 7,2 Sekunden. Führung noch weiter ausgebaut. Für Deutschland geht es jetzt gleich in den nächsten Split. Wir sehen den grünen Reifen. Können wir reinspitzen, was erwartet? Können wir nicht. Muscle Car. Ähnlicher Ansatz wie Großbritannien. Viel Power, wenig Grip. Große Motoren machen natürlich Sinn. Gerade wenn es Richtung Hillclimb geht, wo die Luft ein bisschen dünner ist. Hubraum immer willkommen. Italien mit einem 360 Modena. Wenn das Ganze ähnlich läuft wie im letzten Rennen, hat Italien hier vielleicht sogar die Nase vorn. USA hat mit Anpressdruck hier ziemlich viel rausgefahren. Sieht auch sehr schnell aus. Ja, der Abstand ist noch erheblich. Sah schneller aus, als es tatsächlich war. Auch hier sehr unterschiedliche Konzepte. Wir haben SLS, AMG. Selbe Philosophie. Viel Hubraum, viel Power, wenig Anpressdruck. Gegen GT3 Auto. Ein Gallardo. Ne, es ist ein Huracan. Ich glaube, das ist ein Huracan, ist gar kein Gallardo. Ist riskant hier für Power zu gehen. Nicht für Downforce, für Grip. Ich meine, Euter Eugen hält das Ding ganz gut in der Spur. Aber man sieht hier an der Zeit 5,5 Sekunden. 2,5 Sekunden schon aufgeholt. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Momis fährt aber auch fehlerfrei bisher. Ja, hier sieht man schon. Euter Eugen muss hier regelmäßig vom Gas gehen. Lamborghini im GT3 drin, nimmt die Kurven natürlich. Vollgas, nur noch 3,7 Sekunden Vorsprung. Deutschland mit dem GT2. Beide sehr ähnliche Konzepte im letzten Split. Beides sehr untauglich für die letzte, ich sag mal, Offroad-Etappe. Es nimmt die Kurve hier Vollgas. Muss leider im Scheidenpunkt nochmal korrigieren. Ist natürlich auch schwer, sich so schnell immer umzugewöhnen von Auto zu Auto. Auch hier strugglen beide mit dem Grip in der Kurve. Jetzt schon vier Fahrer abgedriftet sind nach außen, liegt es vielleicht wirklich an der Kurve und Streckenverhältnissen. Ja, Euter Eugen nimmt hier ein paar Reifen mit, Nomis auch. So, hier wird es jetzt entscheiden. Wenn Euter Eugen die Nerven behält und hier keine Fehler macht, und hier macht er schon den ersten, sollte das Ding eigentlich heimfahren können. Nicht zu spät bremsen. In der Klippe geht es mehrere hundert Meter runter. Am
war knapp für Italien. So, und jetzt muss ein Wunder passieren für Italien, sonst ist das Ding vorbei. Ui. Beinahe Überschlag für Italien. Ich wollte gerade sagen, war ein bisschen steil in die Schikane rein. Ist dann gerade noch so vorbeigekommen, aber die zweite hat den Lamborghini dann ausgehebelt. Weiß nicht, ob das noch einen großen Unterschied gemacht hat, war aber auf jeden Fall ein Spektakel. 8 Sekunden Vorsprung. Das heißt, wir haben in der nächsten Runde Deutschland gegen USA. Ja, hier sehen wir nochmal den kleinen Fahrfehler. Man sieht hier, hier fehlt kaum was. Leider gerade mit dem Hinterreifen das Holz noch mitgenommen. Und das hat gereicht, um das Auto so weit auszuhebeln, dass die Lenkung einfach weg war. Da machst du nichts mehr. Und jetzt sind wir nochmal wunderschön mit Handbremse umgedreht. Euter Eugen ist im Corsa groß geworden. Der kennt die Kiste. Ja, hier sehr schön. In Bochum. Millimeterarbeit. Oh, ich bin sogar falsch. Wir haben nicht USA gegen Deutschland. Wir haben Japan gegen USA. Stimmt, die haben ja die Immunität. Wir haben Deutschland gegen den Gewinner vom Loser Bracket. Das heißt, als nächstes haben wir jetzt das Loser-Duell. Großbritannien gegen Italien. Und der Gewinner darf gegen Deutschland fahren. Wir sind hier nochmal auf derselben Strecke. Sehr interessant, beide Teams haben jetzt Erfahrung. Beide Teams gehen mit ihren Pros und Kontras aus dem letzten Rennen raus und haben hier die Möglichkeit, nochmal Anpassungen zu machen. Nur bedingt für Italien, weil Italien in der B-Klasse wirklich nicht viel hat. A, weiß ich gar nicht. A wird, glaube ich, auch eng. Also ich vermute, für Italien werden die ersten beiden Fahrzeuge die gleichen bleiben. England würde ich vielleicht im dritten Split mehr auf Downforce gehen. Der Jaguar hat wirklich Zeit gekostet gegen USA. Wir werden sehen. Vielleicht kann Italien aber auch was zaubern. Wir gucken mal. Auch beide schwierige Autos für Italien in den ersten beiden Splits. Kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit rausholen aus den Kisten jetzt, wo man weiß, ja, wie die Eigenarten der Fahrzeuge sind und vor allem die Strecke auch kennt. Jetzt genug Teams, die Offroad-Probleme hatten. Eine Fehlerquote von 50%. Sowohl Großbritannien als auch Italien hatten in den letzten drei Kurven oben im Schneegebiet fatale Fahrfehler. Italien fast mit dem Überschlag. Bin mal gespannt, ob da Anpassungen gemacht werden. Ich würde da wirklich Richtung Allrad oder Rallye gehen. Ja, beide unverändert im ersten Pick. Wir haben den Mini Cooper gegen... Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Auch leider keine Info dazu. Es ist ein Lamborghini. Steht drauf. Müsst ihr selber nachgucken. Oh, Mini nimmt die Laterne mit. Ja, Abstand ist nicht so groß wie gegen Deutschland. Fährt der Kurve schön weit, damit der Grip da ist. Beziehungsweise nicht abreißt. 1,6 Sekunden. Das ist nichts im Vergleich zum letzten Rennen. Großbritannien mit einem Fahrfehler. Der Druck ist natürlich unglaublich hoch jetzt. Wer hier das Rennen verliert, ist raus. Sekunden. Und beide unverändert. Sowohl Großbritannien als auch Italien gehen mit dem gewohnten Pick. Bentley Speed 8 war wirklich nicht vielversprechend. Mal gucken, ob Supi das Ding jetzt besser kontrollieren kann. Supi kommt aus dem Rallye-Sport.
umso mehr verwunderlich, dass in der letzten Etappe kein Rallye-Auto gewählt wurde. Viel besser um die Hanal-Kurve mit dem Bentley. Auch der Lamborghini sieht recht stabil aus. 2,4 Sekunden. Natürlich fallen die nach hinten in den ersten zwei Splits, aber das ist auf jeden Fall noch machbar. Für Italien geht es um Schadensbegrenzung. Das ist klar. Da geht der Boom ein bisschen raus bei beiden. Also sieht schon ganz ordentlich aus im Vergleich zum ersten Rennen. Auf beiden Seiten. Ein bisschen spät gebremst. Großbritannien. Wir gehen den nächsten Split unverändert. Großbritannien bleibt beim Jaguar und auch Italien bleibt beim 360 Modena, wobei der sich auch gut geschlagen hat. Hier geht es im Power Slide um die erste Kurve. Hier sehen wir die zwei unterschiedlichen Autos und die Techniken, die daraus folgen. Italien mit einer sauberen Ideallinie. England quer in der ersten Kurve. Da werden wieder fleißig Reifen umgemäht. Dann schiebt der Ferrari über die Vorderachse. Beides recht solide aus. 2,4. Hier haben wir ein neues Auto für Großbritannien. Kein Aston Martin mehr. Wir haben hier deutlich weniger Gewicht. Deutlich mehr Anpressdruck. Ist, glaube ich, ein Opel M400. Bin mal gespannt, was es ausmacht. 1,3, Italien holt auf. Langsam, aber stetig. Auch wenig zu kommentieren, beide fahren sehr fehlerfrei. Natürlich hat man bei einem Hillclimb-Event mit einer Chance, beziehungsweise hier zwei, nicht die chirurgische Präzision eines Rundstreckenfahrers oder Rundstreckenrenns, das ist klar. Oh, da hätte ich nichts sagen dürfen. Oh, boah! Beide ein bisschen weit rausgekommen, Italien fast den Abflug von der Klippe gemacht. Auch hier für beide Seiten neue Autos. Wir haben McLaren P1 gegen, ich weiß es gar nicht, Ferrari. 412 ist es, glaube ich, auf 488. Wie nennt man das? Commentator's Curse. Das war scary. Er ist der Lamborghini von der Strecke abgekommen, aufgesetzt, dann hat es das Auto in der Luft gedreht und in dem Moment machst du als Fahrer nichts mehr. Dann bist du Zuschauer. Hat sich zum Glück nochmal gefangen, die Kiste. Ist natürlich spannend anzusehen, aber nicht ganz ungefährlich. So, wie sieht die Zeit aus? 3,5. Großbritannien baut hier mit dem McLaren P1 die Führung aus. England mit dem nächsten Fehler. Konnte es, nicht England, Italien, konnte das Auto nochmal rumreißen.
Hat nur ein paar Meter Leitplanke gekostet. Aber da gehen die Nerven durch. Und da ist der Dreher für Italien. Das war's. Das war's. Wer selber schon mal Rennen gefahren ist, kennt das. Wenn man zu sehr Zeit aufholen will, wenn man das Ziel vor Augen hat und um jeden Preis näher kommen will, macht man Fehler. Man muss trotzdem sein eigenes Ding machen. Man muss trotzdem sein eigenes Rennen fahren. Muss die Nerven behalten. 9 Sekunden. Natürlich hast du den Druck, wenn du 2,5 oder 3,5 Sekunden hinten liegst. Quasi ein kleines Wunder hervorzurufen, aber... In den Bedingungen, mit den Fahrzeugen, ist auch kein Spielraum für Fehler. 7,9 Sekunden. Sieg für Großbritannien. Ja, hier sehen wir nochmal den Clip. Kommt hier raus, setzt auf. Gerade so auf der Kante balanciert. Und hier einfach zu schnell angebremst. Zu spät gebremst, zu stark gebremst. Und dann beim Bremsen eingelenkt. Hier sieht man so meine Zeitlupe. Und ab dem Punkt kannst du auch nicht mehr weiter bremsen. Da musst du von der Bremse runter Gas geben und einfach gegenlenken. Hoffen, dass sich die Karre nochmal gerade zieht. Ja, und hier ist halt Schnee. Klar. Das sind Slicks, das ist ein Rennauto, das ist Schnee. Wenn du hier von der Strecke abkommst, ist vorbei. Sieht natürlich alles nach groben Fehlern aus, aber ich sag mal, ein Nasenbohrer oder Kirmesfahrer hätte die Karre auch nicht mehr abgefangen. Natürlich war das zu spät gebremst, natürlich war das zu stark eingelenkt, aber auch in der Situation die Ruhe zu bewahren, dann die Kiste nochmal abzufangen und Schlimmeres zu verhindern, ist nicht ohne. Und wir haben Italien als erstes Team, das ausscheidet. Deutschland gegen Großbritannien in der nächsten Runde. Japan gegen USA. Italien mit dem vierten Platz, was gar nicht so schlecht klingt. Davon abgesehen, dass es nur fünf Teams gibt. Das ist der fünfte Platz, davon abgesehen. Optimismus. Runde 2, Japan gegen USA. Bin sehr gespannt, was haben wir hier? Rallye, Offroads, Tarmac, also Asphalt. Asphalt Highspeed. Sehr interessant. Alles A800, das letzte Stück komplett offen. Okay, wir haben hier Wasserfälle, wir haben Felsen. Extreme Offroad-Konditionen. Bin ich mal gespannt. Zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Autonationen. Japan üblicherweise bekannt für kleine Motoren, hochdrehende Motoren, Präzision, gutes Handling, leichtes Gewicht. USA das Gegenteil. Da löst man Probleme mit roher Gewalt. Weiß nicht, was Japan zu bieten hat, wenn es Richtung Offroad geht. Natürlich hast du die Rallye-Autos, aber ob ich jetzt hier mit einem Rallye-Auto an den Start gehen würde, weiß ich nicht. Ja, mit Wasserfall und Felsen und alles, da brauchst du Bodenfreiheit. Und nicht 10 cm, brauchst du 30 oder 40. Wenn du da stecken bleibst, hast du nichts mehr zu lachen. Am Ende sehr, sehr lange Gerade am Ende. Und beide mit Rallye-Autos. Japan mit dem Mitsubishi Lancer Evo 9. Und für Amerika geht der Ford Escort Cosworth an den Start. Beide aus den 90ern. Ich lüge, der Evo ist der 90er? Kann sein, dass der schon 2.2 ist oder 2.3. Bin mir gar nicht sicher. Beide gleich auf. Zwei Zehntel ist nichts im Rallye. Japan ein bisschen weit rausgedriftet. Ja, auch hier in den Pfützen hast du eigentlich einen Vorteil, wenn du ein bisschen mehr Bodenfreiheit hast. Sobald das Wasser natürlich gegen die Karosserie drückt, bremst es ungemein.
Da willst du eigentlich ein bisschen mehr, ja, Tiefgang haben, sagt man, glaube ich. Ja, auch hier ein Moto wieder sehr weit raus. Da kämpft er ein bisschen mit dem Gewicht von Lancer. Lancer ist natürlich ein Umbau. Ford ist ein echtes Rallye-Auto, merkt man am Gewicht. 1,6 Sekunden und Japan ungebremst über die Rampe drüber. Keine Kompromisse. Da sieht man, wie gut die Gewichtsverteilung beim Lancer ist. Hält sich über die gesamte Flugbahn komplett im Blei. Oh, Fahrfehler von Anxious Cookie. Und in letzter Sekunde die Drehung abgewendet. Beide wieder gleich auf. Ist natürlich für beide nicht, ich hätte jetzt Home-Turf gesagt. Kein Heimspiel, beide sind Asphaltrennen gewohnt. Man muss da ein bisschen umdenken. Die Ideallinien sind anders im Rallye-Sport. Man muss beim Lenken vor jeder Kurve ein bisschen antesten, ob man noch Grip hat. Macht man auf Asphalt zu einem gewissen Grad auch. Aber Rallye ist schon eine ganz andere Disziplin. Mit 2 Zehntel Differenz geht es in den nächsten Sektor. Japan mit einem 350Z, das ist sehr mutig. Das Ding hat kaum Tiefgang. Amerika mit einem Ford F-150 Raptor. Wäre, glaube ich, schon eher meine Wahl gewesen. Aber wir gucken, ob es was wird. Oh, da setzt er auf, der 350Z. Einmal Überschlag für Japan. Stabiler Käfig drin, dem Ding. USA setzt ein bisschen mit der Schnauze auf. Die Frage ist, kommt man mit dem 350Z über den Wasserfall? Oh, er setzt auf, aber da hat er den Schwung mitgenommen. Und der Ford steckt fest. Da hat er den Schwung nicht, um drüber zu kommen. Er muss sich hier durchschlängeln. Ist natürlich auch eine Philosophie, einfach drüber zu fliegen. 10,6 Sekunden hinten dran. Das klingt nach einer Menge, ist gar nicht so viel. Ein Fahrfehler und der Unterschied ist wieder drin. Hier hat der Pickup jetzt einen kleinen Vorteil, weil er einfach mehr Bodenfreiheit hat. Ist natürlich leichter im Wasser zu navigieren. Wieder sehr knapp für Japan. Mutig mit der Bodenfreiheit hier die Kurven zu schneiden, über die Felsen drüber zu jagen. Braucht man Vertrauen ins Fahrwerk. Und da haben wir es gesagt, Überschlag für Japan, hat das Ding aufs Dach gelegt. Ich weiß gar nicht, ob er da vorher aufgesetzt ist, ob er den Felsen einfach nicht gesehen hat. Sichtverhältnisse sind natürlich erschwert. Japan jetzt im Rückstand. So, was haben wir? Cadillac kennen wir aus den letzten Rennen für Japan, USA, für Japan ein MK5 Supra. Das sind recht leichte Kurven. Weiß nicht, ob ich da mit so viel Anpressdruck auffahren wird. Ist der Supra, glaube ich, die bessere Option? Frage ist, kann ein Moto da jetzt was rausreißen? Ich würde sagen, fahrzeugtechnisch hat er den Vorteil. Kann er was damit machen? Der Supra holt langsam aber sicher auf. Japan ist den USA auf den Fersen. Was sagt die Zeit? Noch
2,8 Sekunden. Schon 1,5 Sekunden aufgeholt. Bin gespannt, mit was USA an den Start geht. Die Viper war sehr interessant. Ist aber nicht in der X-Leistungsklasse. Das heißt, USA muss kreativ werden im letzten Sektor, im Highspeed-Sektor. Beide mit Vollgas durch die langgezogene Linkskurve, rechts nur angebremst, um das Auto zu stabilisieren. Ja, eigentlich ist Cookie hier ein bisschen zimperlich. Man will natürlich keinen Fehler machen, gerade wenn man in der Führung liegt. Mal 3 Sekunden. Nochmal eine halbe Sekunde aufgeholt. Und USA geht mit dem E-Fahrzeug an den Start. Für Japan ist es der R390 GT1. Aus den späten Le Mans-Zeiten der 90er. Da muss das Schild dran glauben. 2 Zehntel noch. Japan holt hier tierisch auf. Reicht es noch? Das wird eng. 2 Zehntel Vorsprung für USA. Ist nochmal verdammt knapp geworden, aber USA holt das Ding heim. Hier sehen wir nochmal den Sprung von Japan im Mitsubishi Lancer. Hier hat man kurz gesehen, hat er hinten aufgesetzt. Hat das Heck nach oben katapultiert. Haben wir ein Replay von dem Überschlag am Felsen? Würde ich gern sehen. Ja, links am Felsen mit dem Reifen angeschlagen, dadurch die Lenkung natürlich weg und dann geradeaus hängen geblieben. Ah, hier haben wir den Überschlag. Da ist er wirklich aufgesetzt und dann war die Lenkung weg. Ja, man sieht ja, Auto steuert einfach geradeaus auf den Felsen zu und das hat natürlich Zeit gekostet. Das heißt, USA geht in die nächste Runde. Wir haben Deutschland gegen Großbritannien. Beide, glaube ich, nicht so stark für Offroad, was die Fahrzeugwahl angeht. Deutschland hat den Porsche. Der hat aber nicht super viel Bodenfreiheit. Wir kennen den aus dem ersten Extreme Hillclimb Event in Schneeberg. England damals mit dem Land Rover, ne, mit dem Jurassic Park Jeep, auch nicht so gut gefahren. Also ich erwarte von beiden Ländern eigentlich eine andere Fahrzeugwahl. Und Tarmac und Highspeed sind die beiden eigentlich ziemlich gleich auf. Bin ich mal gespannt. Beide Teams immer für eine Überraschung gut. Der Blick über die wunderschöne Rennanlage. Sich die Streckendesigner wirklich viel Mühe gegeben für die finalen Events. Oh, und eine Überraschung ist es auch. Wir haben einen Dreier Golf für Deutschland und einen Lotus Elise für England Offroad. Unerwartet auf beiden Seiten. Deutschland 2 Zehntel vorne. Der Golf natürlich mit Allrad. Lotus ist Heckantrieb. Wer sich jetzt wundert, das ist kein GTI, sondern VR6. Playground Games haben da einfach ein GTI-Logo draufgeklatscht, weil man sich natürlich mit dem Dreier Golf nicht so auskennt in Amerika. Ist nicht super populär, das Auto.
GTI hatte natürlich Frontantrieb, den VR6 gab es mit Allrad als Synchro. Beide ziemlich gleich auf. Oh, und beide fahren um die Rampe rum. Müssen wir erklären, ob das überhaupt erlaubt ist. 13. Vorsprung für Deutschland. So, gute Frage. Ist die Rampe verpflichtend? Ist die mandatory? Sehr viel Schwung mitgenommen im Lotus. Beide wieder auf gleicher Höhe. Aber die Bestätigung ist kein Problem. Beide sind außen rum gefahren, dadurch hat niemand einen Vorteil. Eine halbe Sekunde Vorsprung für Deutschland. Und wir haben die nächsten Autos. Ein Mini Cooper Raid Car für Großbritannien. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ein 6. Ein Dreiachser für Deutschland. Mutig mit dem Radstand. Setzt man natürlich auch sehr leicht auf mit dem Ding. Beide schaffen die erste Hürde. So, wie sieht's aus mit dem Wasserfall? G-Klasse springt über den Felsen drüber. Der Willi auch. Hat ein bisschen Probleme, bleibt da ein bisschen hängen, aber beide haben es drüber geschafft. 5,8 Sekunden. Wie wir wissen, ist nicht super viel. Bei USA waren es 12 Sekunden. 8 davon wieder aufgeholt. Oder 9, glaube ich sogar. Der Mini liegt tiefer. Er hat weniger Bodenfreiheit. Man sieht, der Mini hat hier deutlich mehr Probleme einzulenken. Einer der wenigen Fälle, wo Masse auch ein positiver Faktor ist. Mit so viel Tiefgang. Ich habe die Datenblätter jetzt nicht vor mir, aber man kann sicher sagen, dass die G-Klasse hier schwerer ist als der Mini Cooper. Oh, G-Klasse aufgesetzt auf den Stein. Großbritannien fährt außenrum. Gute Entscheidung. Wir haben bei Japan gesehen, wie es endet, wenn man mit so einem leichten, tiefen Auto über den Stein stanzt. Großbritannien aber gut aufgeholt. Auch die klassischen Schwierigkeiten hier einzudrehen. Mini Cooper auch. 2,15 Sekunden. Das ist nicht mehr so viel. Was haben wir hier? Den Jaguar F-Type vom letzten Rennen. Und das ist ein Audi S5. Für Deutschland. Beides sehr ähnlich vom Konzept. Audi natürlich mit Quattro. Wir haben ja nochmal die offizielle Bestätigung. Es ist optional. Die Rampe ist optional. Man kann außen rumfahren. Schwer abzuschätzen. Ich glaube, Großbritannien holt hier auf. Mit dem Jaguar. Euter Eugen hat einen Ruf als Rampensau, wirkt hier aber fast schon zimperlich in die Kurven. Können natürlich auch die Nerven sein, dass man weiß, man hat eine erhebliche Führung und will das Ding dann auch sicher und sauber nach Hause fahren. Und nicht in jeder Kurve die Führung riskieren, indem man abfliegt. Da können natürlich auch die Nerven sein für Deutschland. 2,3 Sekunden noch. Rückstand für Großbritannien.
Wir haben noch das Highspeed-Rennen. Ich weiß nicht, mit was Deutschland hier an den Start gehen will. Dann Start geht's. Für England würde ich fast den McLaren F1 vermuten. Ich weiß es nicht. Wir wissen aus dem Le Mans-Rennen, dass Italien und Großbritannien extrem stark waren im Highspeed-Bereich. Auch mit dem McLaren Speedtail im Topspeed-Bereich. Gleichstand mit Japan mit der schnellsten Geschwindigkeit. Deutschland braucht auch den Vorsprung für den letzten Sektor, sonst wird es eng. So, wie viel kann Euder irgendwie rausfahren? Ziemlich exakt 2 Sekunden. Reicht es aus? Wir haben einen Apollo, glaube ich, für Deutschland und wie predicted den F1 Longtail für Großbritannien. Sieht fast aus, als wäre das Video vorgespult. Ist es aber nicht. Das sind die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Und Großbritannien holt auf. Das reicht aber nicht mehr. Da ist der Vorsprung zu groß. 1,5 Sekunden. Oh. Hier sieht man, war verdammt knapp. Ich glaube, da hat er sogar mit der Vorderachse die Rampe noch gestreift mit dem Golf. War vielleicht eine Split-Second-Decision, da außen rumzufahren. Hier sehen wir nochmal. Wenn wir die aufsetzen, da hat er Schwierigkeiten, bis er wirklich Grip kriegt hinten rechts mit dem Reifen. Sieg für Deutschland. Deutschland zieht in Runde 3 und tritt gegen USA an. Japan und Großbritannien entscheiden jetzt, wer rausfliegt und wer nochmal die Chance hat, gegen den Verlierer in Runde 3 anzutreten und dann im Turnier weiterzugehen. Haben, glaube ich, beide nicht super viel Offroad. Kann eine knappe Kiste werden. Im letzten Sektor sehe ich ganz klar den Vorteil bei Großbritannien, Highspeed. Und damit kommt es, glaube ich, drauf an. Wenn Großbritannien mit einem Noble M400 oder was ähnlichem, oder mit einem Lotus, mit irgendwas Leichtbau auffährt, wird es, glaube ich, verdammt eng. Wir wissen es aber nicht. Vielleicht kann Großbritannien was Besseres auftischen als den Mini Cooper. Der an sich nicht schlecht war. Aber die Treppenstufen vom Wasserfall, die sahen sketchy aus beim ersten Mal. Die haben Zeit gekostet. Ansonsten eigentlich nichts Nennenswertes, aber das Ding hat nicht genug Tiefgang. Da kämpfst du beim Fahren permanent gegen die Wasserwellen an, die du vor dir herschiebst. Das frisst sehr viel Leistung. Das gleiche natürlich auch für Japan im 350Z. Deswegen ist es alles offen. Das ist ein 94er, 96er, 98er Celica für Japan. Eins der legendärsten Rallye-Plattformen überhaupt, vor allem aus dem japanischen Raum. Und den Lotus kennen wir ja schon. Auch hier Japan wieder sehr weit außen. Beide fahren ja außenrum an dem Pfützen vorbei. Natürlich, je schmaler die Wasserfläche, desto weniger Zeit hat das Auto einzusinken. Großbritannien da mit dem Heck die Rampe mitgenommen, fast einen Überschlag verursacht.
Japan dadurch jetzt in der Führung. Und auch Japan fährt außen rum. Also das Glück nicht auf Probe stellen. Beim ersten Mal hat es geklappt, einfach drüber zu fliegen. 1,4 Sekunden Vorsprung für Japan. Zu früh eingelenkt, musste man nachkorrigieren. Ein Motor im Celica. Kann seinen Vorsprung aber weiter ausbauen. Zumindest sobald ich das visuell feststellen kann. So, was sagt die Zeit? 2,4 Sekunden. Und Japan mit einem Pickup. Ist das ein Nissan Titan irgendwas? Kenne ich mich gar nicht aus. Und deutlich bessere Wahl als der 350Z. Für Großbritannien ist es wieder der Mini Cooper. Beide Schwierigkeiten im Abstieg. Großbritannien liegt auf dem Dach. Muss das Auto resetten. So, Japan. Kommt der Pickup über die Steine drüber? Kommt er? Hat er genug Schwung? Und der Mini auch. 2,8 Sekunden. So, hier ist das Gewicht vom Pickup natürlich von Vorteil. Dafür natürlich wendiger. Da hat er aufgeholt. 1,1 Sekunden. Oh, Überschlag für Großbritannien. Da wollte er zu viel Schwung mitnehmen. Jetzt fast gesagt Aquaplaning. Ich weiß nicht, ob der Begriff wirklich Bedeutung hat in einem Flussrennen. Und Überschlag für Japan. Da haben sie denselben Felsen wieder mitgenommen. Und Überschlag für Großbritannien. Beide mit demselben Felsen aufs Dach gelegt. Da gehen die Nerven durch. Zu erwarten in der Ausschaltungsrunde. Schwierigkeiten, das Auto rumzubiegen. 1,8 Sekunden Differenz. Über dem Bentley Speed 8. Bentley Continental natürlich. Für Großbritannien und ist das ein 2014er? 2012er Subaru WRX. Das ist ein 2007er. Ja, der Leistungsvorteil kann gut sein im Bentley. Aber das Gewicht musst du auch handeln können auf der Strecke. Die Leistung musst du auch wirklich nutzen können. Ja, Subaru schlängelt sich hier mühelos durch die Schikanen durch. Saubere Rennlinien durch und durch. Hat den Vorsprung deutlich ausgebaut. Kleiner Fahrfehler von einem Motor. Auch den Bentley zieht es hier ins Grüne. Der Vorsprung ist nicht gering für Japan, aber die brauchen den auch.
wenn Großbritannien mit dem McLaren F1 auffährt, haben die bestimmt 1,52 Sekunden Potenzial aufzuholen. Japan braucht den Vorsprung. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Ah, Motor hat hier fast das Auto verloren. Man sieht die schwarzen Streifen in jeder Kurve beim Subaru. Holt ja alles aus der Kiste raus. So, Japan mit dem Autowechsel. Unverändert, 8 Sekunden Vorsprung. Ich würde fast sagen, die reichen, aber man weiß nie. Nee, das Ding ist vorbei. Japan auf der Zielgeraden. 8,2 Sekunden. Und was kann der F1 hier aufholen? 6,6. Fast 2 Sekunden aufgeholt, nur auf der Geraden. Hier sehen wir nochmal den Abstieg von Großbritannien. Ungünstig, da war die Federung noch gestaucht. Und dann auf den Stein aufgesetzt. Es wäre einfach überbremst. Und auch hier genau den Stein wieder mitgenommen. Diesmal ist er nicht aufgesetzt. War wirklich ein Fehler, den Stein hier mitzunehmen. Vor allem einseitig. Und genau das gleiche für Großbritannien. Damit ist Großbritannien raus. Japan geht in die dritte Runde, ist automatisch im Loser Bracket. Und tritt gegen den Verlierer von Runde 3 an. Deutschland gegen USA. Werden jetzt Innenstadt, Landstraßen, Hillclimb, Rallye, Offroading. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Ist natürlich auch immer ein gewisser Faktor für die Länder, die Streckenabschnitte. Nicht jedes Land ist für jede Disziplin gleich gut gewappnet. Deutschland und Amerika, aber beide, glaube ich, sehr ausgeglichen, was das Repertoire angeht. Und wir haben hier einen Stadtkurs. In der Nässe oder Regenfeucht, wie man so schön sagt. D500, C600, B700 und B700 Leistungsklassen. Alles recht langsam. Das heißt, hier kommt es auf Mikromanagement an. Viel Schwung mitnehmen, aus den Kurven raus. Perfekte Ideallinien. Gewicht ist hier ein großer Faktor. Für beide Fahrer eigentlich eine Heimstrecke. Sowohl Anxious Cookie als auch Euter Eugen. Beides erfahrene Asphaltfahrer. Vielleicht sogar einen leichten Vorteil für Euter Eugen, der als Amateurrennfahrer natürlich in niedrigeren Leistungsklassen sein Heimspiel hat. Frage ist, was hat Amerika in der Leistungsklasse? Hier haben wir einen DMC DeLorean gegen Käfer. Ich hätte fast gesagt Brezelkäfer, aber ist keiner. Sieht man an der Heckscheibe, beim Brezelkäfer ist sie getrennt. Ist ein normaler Beetle. 69er. Beetle hier deutlich schneller am Start. Anxious
Matches Cookie mit der schöneren Rennlinie nimmt hier viel mehr Schwung mit, nutzt wirklich jeden Zentimeter Strecke aus. Verringert hier den Vorsprung auf 0,7 Sekunden. Beadle sehr kurz übersetzt. Da unten kämpft hier mit dem Käfer. Noch 13 Vorsprung. Der DeLorean natürlich mit der deutlich breiteren Spur. Hatte ich auch einfacher zu handeln. Längerer Radstand. Leichter abzufangen. Der SA ist hier vorne. Wie viel Vorsprung nimmt der DeLorean mit in die nächste Runde? Ford Puma. Und VW Corrado. 1,6 Sekunden Zeitdifferenz. Anderes Auto, selbe Plattform. Corrado teilt sich das Fahrgestell und den Motor mit dem 3er Golf aus dem letzten Rennen. Deutschland hier mit dem Vorteil des Allradantriebs. Der Ford Puma ist Frontantrieb. Wenn nicht daran was geändert wurde, weiß man natürlich nie. Würde ich bei der Leistungsklasse aber nicht vermuten. Beide fast gleich auf. Anxious Cookie hier fast an der Haushälfte zerschellt. Heute Eugen mit einem kleinen Drift. Sieht schön aus, kostet aber Zeit. Eine halbe Sekunde Rückstand für Deutschland. Anxious Cookie nimmt hier den Randstein mit. Das Auto ein bisschen unruhig gemacht. Beide wieder gleich auf. Kann ich sagen, wer vorne liegt. USA mit 150.000stel. Deutschland mit dem Audi Quattro. USA mit einem Mercury. Das zeigt, wie kompetitiv die niederen Leistungsklassen sind. Wenn Tausendstel zwischen zwei Autos liegen. Und die Quattro natürlich mit dem höheren Topspeed. Der alte Armee mit dem Vierganggetriebe kommt da nicht mit. Anxious Cookie hat die Mühen, die Masse unter Kontrolle zu halten. 1,2 Sekunden Vorsprung für den Audi. Dann nimmt hier die Innenverkleidung den Scheitelpunkt mit. Deutschland würde ich sagen mit knapp einem 2,5 Sekunden Vorsprung. Vielleicht 3. Danach geht's in die erste B-Klasse-Runde. Hier haben wir einen M3 E30 und ein Stingray, der C2 Corvette. Für
für die Amerikaner wird es jetzt nur noch leichter. Deutschland hat mehr Auswahl in den niedrigeren Leistungsbereichen. 2,1 Sekunden. Corvette ist hier flott unterwegs. So, wer kann den mehr Speed mit dem durch die Kurve? M3 souverän durch. Ja, Corvette ein bisschen instabil. Da verliert den Grip. Ist immer ärgerlich, weil der Zeitverlust überträgt sich auf die gesamte Gerade. Bis in die Schikane rein. Das heißt, auch ein kleiner Fahrfehler, der nur 10 km/h Geschwindigkeit kostet, summiert sich zu mehreren Zehnteln auf. Heute Eugen quer um die Kurve im M3. Kommt das Massenmemory von den Touristenfahrten auf Nürburgring. In Deutschland mit einem 3 Sekunden Vorsprung im Ziel. Hier sieht man nochmal ganz knapp an der Hauswand vorbeigeschrammt. Das war ein Millimeter, was da zwischen Hauswand und Auto liegt. Damit zieht Deutschland ins Finale ein und USA ist mit Japan im Loser Bracket. Das heißt, der Gewinner zieht nochmal weiter ins Finale. USA hat dann nochmal eine Chance, gegen Deutschland einzutreten. Beziehungsweise Japan hat nochmal eine Chance, aus dem Loser Bracket rauszukommen und ins Finale einzuziehen. USA gegen Japan. Selbe Strecke. Würde ich intuitiv sagen, hat Japan eigentlich einen Vorteil. Bekannt für kleine, flitzige, leichte Autos. Engstes Cookie aber auch viel Probleme gehabt, die Leistung wirklich auf die Straße zu bringen. Die sind natürlich unglaublich schwer, die Autos. Die alten Eisenschweine. Dann natürlich Heckantrieb. Wenn die Masse einmal anfängt, sich rauszudrehen, du musst die abfangen. Das wird eine Pendel bewegen. Das sind ja auch recht lang, die Kisten. Vielleicht kann man hier an der Autoauswahl ein bisschen was optimieren. Dann nochmal ein bisschen mehr Zeit rauszuholen. Japan eigentlich immer gut dabei gewesen. Bisschen Pech gehabt mit dem Offroad-Thema. Hat hier die Chance, sich nochmal neu zu beweisen. Asphalt wahrscheinlich die stärkste Disziplin für Japan. Dann haben die letzten Teams ihre Autos gepickt. Haben wir eine Änderung bei USA? Haben wir nicht, es ist wieder der DeLorean. Hat aber auch gut abgeliefert in der ersten Runde. Für Japan haben wir einen Honda Civic. Mark 1. Extrem leicht, extrem kurz übersetzt. Ich glaube, die Kiste hat nicht mal 700 Kilo. Die DeLorean hat natürlich den Leistungsvorteil. Zwei Zehntel Vorsprung für Japan. Jetzt geht's auf die langen Geraden. Beziehungsweise High-Speed-Cornering. Schwierig mit dem kurzen Radstand im Civic die Kontrolle nicht zu verlieren. Oh, hält es aber. Hält das Auto sauber in der Kurve. Beide die Laterne mitgenommen. Gruß an die Stadtverwaltung. 6 Zehntel Vorsprung für Japan. Ein kleiner Drift im Civic, der kostet natürlich. Beide gleich auf
kriegt der DeLorean das Gewicht in die Kurve rum. Kriegt da, sieht sauber aus. USA in der Führung. Da ist es nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück ins Finale. Verliert er auf der Geraden nochmal über eine Sekunde. Fahrzeugänderung für USA. Wir haben hier einen Buick GNX gegen Acura RSX. Frontantrieb gegen Heckantrieb. USA sollte deutlich mehr Leistung haben. Die ganzen Aeroparts am Honda, die fressen natürlich Leistungsindex. Fast gleich auf beide. Und gerade in der C-Klasse hast du nicht viel Spielraum für Tuning. Da kämpfst du um jedes Bauteil. Aber ich struggle hier ein bisschen mit der Ideallinie. 18. Vorsprung für Japan. Wir haben noch zwei Durchläufe nach der Runde. Die 18. sagen nicht so viel aus. Man versucht natürlich in die nächste Runde so viel Vorsprung wie möglich mitzunehmen. Und der Buick hat hier Probleme mit dem Grip. Sehr wild am Hin- und Herschleudern. Sekunden. USA mit dem Chevy SS, Japan mit dem Mitsubishi GTO Twin Turbo, Allrad gegen Heckantrieb. Chevy hat natürlich viel mehr Leistung. Man kann die auch nutzen. Wunderschöne Ideallinie von iMoto. Sechszehntel Vorsprung für Japan. Ja, beide fast gleich auf. Der Vorsprung ist komplett aufgebraucht. So, wie schlägt er sich der Chevy in der Kurve? Oh, sketchy, aber sauber durchbekommen. Keinen Schwung verloren. Hier ist der Fahrfehler. Bisschen zu früh die Kurve angeschnitten, muss man mal nachkorrigieren. Beide wieder gleich auf jetzt. Fast zeitgleich durch die Leitplanke gebrochen. So, Chevy hat mehr Hubraum. Kann den im Hügel ausspielen. Kann er. Letzte Runde. 15. Vorsprung für USA. Wir haben Celica gegen Sierra Cosworth. Zwei Rallye-Legenden. Ja, eigentlich ist Cookie quer in beiden Kurven. Heckantrieb gegen Allrad. Hat die Schwierigkeiten, die Leistung auf die Straße zu bringen. Ist hier mehr quer unterwegs als geradeaus. Was scheint sich zu lohnen? Die Kiste hat Power. 2,4 Sekunden Vorsprung für USA. Der Sierra fast in der anderen Liga, was Leistung angeht. iMoto fährt hier sehr saubere Linien. Da tun sich Klassenunterschiede auch zwischen den beiden Autos.
ging viel Investment in Leistung rein. Das Investment hat sich ausgezahlt. Seit ein Anxious Cookie legt sich hier jetzt aufs Dach. Sieht aber nicht so aus. USA holt den Sieg. 3,2 Sekunden rausgefahren. Auf den Japaner. Und damit. Ui, da hat er die Kante mitgenommen. Habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Es ist fast nachvollziehbar, dass das Heck ausbricht. Und damit zieht USA ins Finale ein und hat nochmal eine Chance, sich gegen Deutschland zu behaupten. Deutschland hat hier noch nicht verloren. Deutschland muss zweimal verlieren, um auszuscheiden. Japan auf dem dritten Platz. Wahrscheinlich die zwei Teams mit den ähnlichsten Autos zur Verfügung. Wahrscheinlich auch die beiden Fahrer mit der ähnlichsten, am ehesten vergleichbarsten Historie und Erfahrung. Wie sieht die Strecke aus? Und es ist ein Rundkurs, Asphalt. A800, A800, S1, S2 und X, alles ist offen. Sie werden auf jeden Fall schnelle Autos sehen. Natürlich beides sehr, sehr erfahrene Fahrer auf einem Asphaltrundkurs. Das heißt, gerade die ersten beiden langsamen Runden sind extrem entscheidend von der Autoauswahl. Ja, wenn man da 1-2 Sekunden rausholen kann. Das sind vielleicht 3-4 Autolängen oder 5. Aber in S2 oder X, das sind Welten. Also gerade am Anfang muss man eine gute Entscheidung treffen und das Ding souverän rausfahren. Ich denke nicht, dass sich die beiden gegen Ende irgendwie ausstechen werden. Die werden recht gleich auf sein. In der X-Klasse, wir erinnern uns, und S2, die Viper mit dem großen Spoiler, mit der Frittentheke, die war ziemlich absurd, was Anpressdruck und Kurvenlage anging. Wird auf jeden Fall ein Auto, was es zu schlagen gilt. Wir haben einen alten M5, eine C3 Corvette, C4. Beides Legenden aus den 90ern. Ja, BMW hat hier ein bisschen mit dem Gewicht zu kämpfen. Ist natürlich auch ein bisschen schwerer. Die M-Ausstattung hilft natürlich, aber in der Grundessenz ist es eine Limousine gegen einen Sportwagen. Beide mit wunderschönen Rennlinien. Alles sehr sauber aus. Heute Eugen wieder mit der Handbremse das Heck rumgezogen. Ein Zehntel Vorsprung für Deutschland. Und er geht's mit weniger als einem Zehntel in die nächste Runde. USA mit einem alten Mach 1 Mustang. Deutschland mit einem M6. Sehr unterschiedliche Konzepte. Scheinen aber leistungstechnisch ungefähr in derselben Gegend zu liegen. Der BMW natürlich mit mehr Anpressdruck.
Anxious Cookie ja sehr weit in der Kurve. Es hat Zeit gekostet. 6 Zehntel, um genau zu sein. Man sieht hier die Größenunterschiede zwischen den Autos. Wer schon mal so einen alten Ami-Schlitten echt gesehen hat, das sind wirklich Wandschränke. Die Dinger willst du bei uns in Deutschland weder parken noch fahren. Es gibt Straßen, da passen kaum 2 Smarts nebeneinander vorbei. Eine Sekunde Vorsprung. AMG gegen Viper. Ist eine mutige Wahl. AMG natürlich sehr viel Gewicht, auch wenn Leistung und Anpressdruck. Führt das Auto sprechen. Die 10. USA hat aufgeholt. Na, dort Schweiper. Da sind sie fast gleich auf. Wunderschöne Kurvendisziplin von Anxious Cookie. Gerade mit der Viper gar nicht einfach, das Ding so um die Kurve zu zaubern. USA geht in Führung zum ersten Mal in dem Rennen. 2 Zehntel Vorsprung. Porsche 918 Weissach. Gegen Rallye-Legende. Beide ziehen auf allen 4 Reifenspuren. 7 Zehntel Vorsprung für USA. Deutschland aufgeholt bis auf 1 Zehntel. Aus legalen Gründen die Aufforderung im Rechten der rechten Lackierung. Bitte ignorieren. Ja, bei den Apollo gegen die gefürchtete Dodge Viper. War zu erwarten, dass sie kommt. Schwer gegen den Anpressdruck anzukommen von der Viper. Deutschland noch in der Führung mit 1 Zehntel. 1/3000. Apollo ist auf der Geraden ein bisschen schneller. Deutschland hat Probleme, Grip zu finden. USA in der Führung 69000. Die Zielgerade wird es entscheiden. Und das war fast gleichzeitig. Ich kann es gar nicht sagen. Deutschland, 29.000 in der Führung. Wir sehen das in meinem Replay. Deutschland in einem Frame schneller. Hat Euda Eugen ein bisschen mehr Mut bewiesen in der letzten Kurve. Und damit holt Deutschland die Krone im Tournament of Power Länderduell. USA 2. Platz, Japan 3. Platz, Großbritannien und Italien ausgeschieden. Hier haben wir nochmal den gesamten Verlauf. Japan von Immunität ins Loser Bracket und nochmal weitergekämpft und dann leider ausgeschieden. Deutschland in der Mitte durch, nicht 1 verloren, wobei die alle sehr knapp waren. Gegen Ende.
Hätte ich nicht gedacht. Sah bis zur letzten Kurve noch aus, als hätte die Viper die Nase vorne. Und das war's. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hätte echt gedacht, USA hat das Ding. Anxious Cookie bis zum Ende sauber durchgefahren. Vier Renntage. Fünf Teams. Ich glaube mehrere 100 Timesplits. Ich habe ihn... An der Stelle nochmal danke an Taumos, der heute leider nicht dabei sein kann, der aber die ersten drei Race Days mit kommentiert hat und fleißig mit dabei war. Natürlich auch ein Dankeschön an die Fahrer, die freiwillig ihre Freizeit geopfert haben, um am Turnier teilzunehmen und die Länder ihrer Wahl zu vertreten. Und bis zuletzt alles gegeben haben. Euer Eugen, Anxious Cookie, iMoto, SoupBi und No Miss. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.